So, heute gibt's mal eine Runde FIFA 17 hier mit dem Hardy. Mal schauen, wie es läuft. Ich hab schon ewig kein FIFA mehr gespielt. Ganz schneller Blick auf die Formationen. Aber das muss ja nichts heißen. Mit Raute. Das Ganze allerdings relativ breit. Ui. Sie haben viele Optionen, können das übers Zentrum, aber auch über die Flügel regeln. Das haben wir früher schon immer zusammen gespielt bei FIFA-Turnieren und eins drum und dran. War es eigentlich immer relativ ausgeglichen. Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Aber sie wollen das Spiel breit machen. Da ich komplett außerhalb vom Training bin. Draxler. Bald schon wieder weg, gut gemacht. Oh. Zu weit vorgelegt. Ah, nein, nach dem Busch. Das könnte ein spektakuläres Spiel heute werden, Busching. Und wenn es so kommt, Wolf, dann liegt es vermutlich vor allem auch an den beiden herausragenden Akteuren auf den jeweiligen Seiten. Wir wissen doch, was das für klasse Jungs sind. Yannick Gerhardt. Das könnte gefährlich werden. Tolle Flanke. Gottes Willen, steht doch keiner. Jetzt gibt's Abstoß. Und nun Ferrati. Hier das steht er frei. Könnte eine Gelegenheit werden. Ui. Die Möglichkeit. Guter Draxler. Klasse gehalten. Hat er. Und der Eckstoß für Paris Saint-Germain jetzt. Die Ecken waren auch so behindert hier. Ja. Matuidi. Gar keine Gefahr. Nochmal Ecke. Hab schon selber rausgeklärt. Jetzt könnte der Pass kommen. Jetzt nicht vorlegen, Alter. So wird das nix mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Zeit ihn mir noch zu retten. So, jetzt mal Gas hier unten auf der Seite. Jawohl. Das könnte die Chance werden. Draxler. Jawohl. Draxler. Wirklich eng, guter Schuss. Schafft man auch noch dran. Und jetzt Ferrati. Da kann er ihn stoppen. Der Ballverlust war wirklich unnötig. Ja, das stimmt, aber wirklich unnötig. Thiago Silva am Ball. Nun Pastore. Gute Möglichkeit. Ja. Die Davi! Jawohl! Und jetzt haben sie die Nase vorn! Mann! Nein, ich hätte es nicht mitgedacht, gut. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So, jetzt stelle ich 11 Mann hinten rein. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Komm, du bist viel schneller als alle. Jawohl. Sehr guter Einsatz. Ist denn jetzt Lewis? Und das Tor ist frei! Mann. Ja, Mann. Und noch eins! Das ist der Doppelschlag! Gomez! Da pennt die Abwehr aber auch! Das ist das zweite Tor in den letzten paar Minuten! Schaut doch gut aus! Es steht 2-0, bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln, sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Und Wolfsburg holt sich den Ball hier zurück. Die Davi. Ball im Aus, Einwurf Paris. Ganz schön gecheckt jetzt, hä? Was muss? Ein bisschen. Sie müssen schneller spielen, dann können sie die Defensive überraschen. Caligiuri. Yannick Gerhardt. Caligiuri. Jawohl, so läuft das. Jetzt wird's gefährlich. Das war verkehrt. Scheiße. Abwehr hat aufgepasst. Abstoß, sehr gut. Das gibt Abstoß. Das ist die Chance jetzt.
Oh nee. Schweige gehabt, Alter. Uiuiui. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Na, aber dann nicht durch 15 Mann, Alter. Da kommt der Torwart, ja, heraus, mit einer Faust dran. Sehr schön. Sauber vom Ball getrennt hier. Komm, und jetzt ab, geht er. Der Ball ist draußen, da haben sie ihn gut gestört. Ja, da krieg ich auch mal Einwurf, oder was? Den Ball holt er sich. Draxler. Didavi. Ah, da war schlecht gepasst, du. Schön. Oh. Er bekommt Hilfe. Er findet den Mitspieler. Bremst doch nicht ab. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Das hätte brenzlig werden können. Aber er kommt vorher an den Ball. Oh nein. Oh nein. Geht er rein. Da war mehr drin. Aber der Abschluss war nicht gut genug. Das ist schwach, was Cavani heute zeigt. Harmlos sein Auftritt. Ah, wir haben jetzt sogar neue. Sich da vorne überhaupt nicht in Szene setzen. Das neue ist Einblendungen, auch ein Grund, okay. Für den Rückstand. Ricardo Rodriguez. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Janik Gerhardt. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Freistoß hier gegen PSG. Müsste fast rot, gelb. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht. Was war das denn jetzt von Move, Alter? Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles. Ah, oh, ja, rot, eindeutig. Ich hätte auch gedacht, rot, aber naja. Raus mit dem. Aber knallst du das Ding gleich direkt? Nein, Alter. Ganz klar, so richtig schnell gehen muss es für sie jetzt nicht mehr. Oh. Aber das ist ja verständlich. Oder sie liegen vorn und wollen das Ding irgendwie über die Zeit bringen. Meinst du wie die jetzt? Oh, jetzt ist es durch. Das alleine mit allen auf. Edison! Hast du gedacht, hä? Hast du gedacht? Kannst du mich hier vernaschen mit dem Luffer, du Hund? Noch ist hier nicht Schluss. 4 Minuten wurden als Nachspielzeit angezeigt. Gut verteidigt hier. Komm, geh hin zum Ball. Sehr gut aufgepasst. Oh, ich krieg aber auch keinen Einwurf, ey. Und jetzt Ferrati. Da holt er den Ball zurück. Draxler. Ah. 45 Minuten sind rum, es steht 2-0. Auf keinen Fall. Zweite Halbzeit muss besser werden. Ja. Ja, ein fixes 2-0. Vorgeschossen, das sieht das schon erstmal ganz gut aus. Ging wirklich fix. Die Wölfe liegen hier bislang vorne. Der zweite Durchgang läuft mittlerweile. Trash. Janik Gerhardt. Vorteil, die Wölfe bleiben am Ball. Und jetzt Luis Gustavo. Defensive ist gut organisiert. Janik Gerhardt! Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Ah, gibt's noch eine schöne gelbe? Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Finde den Mitspieler. Schießt er ihn rein. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Izzy, was war das jetzt da hier? Da war vielleicht sogar mehr drin. Cavani. Oh, jetzt, jetzt könnte es gefährlich werden. Das ist jetzt seine Chance. Draxler. Klasse aufgepasst Meine vom Torwart. Fresse hier. Er schießt. Das hat er mit einiger Klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Matuidi. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Er verliert die Balance nicht. Gute Körperbeherrschung. Jetzt Luis Gustavo. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Oh, was war das jetzt? Oh, das war schlecht.
spielt den Ball in den freien Raum. Elfer. Scheiße. Da zeigt er direkt auf den Punkt. Es gibt Elfmeter. Und dazu gelb. Nur gelb, muss man sagen. Ja, wenn die Gelbe hat es sich verdient. Dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Da gibt's Cavani mit dem Tor. Gute Elfer. Schade, falsche Ecke ausgesucht. Und verwandelt diesen Elfmeter. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern. Aber er lässt sich nicht kirre machen und verwandelt. Jetzt steht's hier 2:1. Eine enge Kiste. Nur nicht nervös machen lassen jetzt hier. Draxler. Jetzt der Angriff von PSG. Schön dazwischen gegangen. Das kann er. Caligiuri. Draxler. Jawohl. Oh. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Zu früh gestartet. Was? Oh. Es gibt Abseits. Ah ja, scheiße. Kurzawa. Ui. Er spielt den Pass auf den Flügel. Na, willst du noch einen Elfer holen, hä? Und Ferrati. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt schauen wir mal auf die Schussstatistik. Und das ist nicht das typische Bild. Sie schießen ja häufiger aufs Tor, aber was zählt ist der Spielstand. Und da liegen sie hin. Hey, was macht der da? Jetzt liegt es vor allem an den Kreat. Und er schießt. Da geht er weit am Tor vorbei. Nun Pastore. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Cavani jetzt. Klasse Tackling. Oh ja, ja. Das könnte die Chance werden. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Mensch, das war das Asche. Und nun Matuidi. Jetzt die Maria. Die Wölfe erobern sich den Ball zurück. Ja. Schön. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Schön. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Ah. Mal sehen, was sich noch tut. Luis Gustavo am Ball. Ah, kommt er da durch? Die Davi. Jawohl. Und da ist das Tor. Sie setzen noch einen drauf. Sie sind klar überlegen. Und das sieht man jetzt auch am Spielstand. Keine besonders gute Leistung vom Torhüter bisher. Nein, wirklich nicht. Und auch dieser Ball geht rein. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Jetzt Ferrati. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Klasse Einsatz, faires Tackling. Oh, einer verletzt hier bei mir. Es gibt den Vorteil für Wolfsburg. Ja. Freistoß. Und er hat auch schon gelb. Da ach, muss er raus. Aufpassen. Hopp. Gib ihm, was er will. Ah, dafür hätte man schon mal rausstellen können. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Die Flagge kommt gut rein. Ja, kommt sie. Gomez schießt er ihn rein. Das war eine gute Chance. Alter! Der Ball wird abgeblockt. Sehr gut aufgepasst. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Gomez! Mensch, das wird hier. Ah, wenn es mal eine Ecke hier. Ja. Gut vom Torhüter. Die Ecke ist kein Problem. Oh. Jetzt PSG auf dem Weg nach vorne. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Oh, wird er verrutscht. Matuidi! Schuss! Nein! Ekelhaft. Ein Tor, dann haben sie den Ausgleich.
Und hier nochmal das Tor von PSG. Da ärgert sich der Torhüter und das ganz zu Recht. Er hält es gut, aber hat im Anschluss keine Chance mehr. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Oh, jetzt macht er Druck hier. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Den haben wir. Das könnte gefährlich werden. Komm, mein Jung. Jetzt vielleicht. Die Davi. Aufmerksam, gut vom Torwart. Nicht mehr lange zu spielen. Dieser Eckball könnte die Entscheidung bringen. Er köpft den Ball. Normalerweise macht er den doch, oder Buschi? Ja, also das haben wir auf jeden Fall schon ganz anders von ihm gesehen. Nee, nee. Ach, Digga. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Fairer Einsatz hier. Jetzt Matuidi am Ball. Ganz einfach an den Ball gekommen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Caligiuri. Komm, rein. Ah, und das war's. Der VfL Wolfsburg gewinnt diese Partie. Starker Einstieg in diese Saison. Knapp. Teams oder? Nun fast Tore. Knapp, ganz knapp. Gute Möglichkeit. Die da- Beim anderen Teams nehmen, oder? Ja, können wir machen. So, ich würde jetzt... Ja, können wir machen. Nehmen wir erstmal andere Teams. Ah, guck, das sind die ersten 3 Punkte hier. Das schmeckt. Ja, sehr schön. Hat mir Spaß gemacht. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Daumen nach oben auf jeden Fall. Lasst uns ein paar Kommentare da. Wie fandet ihr es? Wie haben wir gespielt? Ja, lasst uns euer Like da. Euer Abo wäre schön. Besucht uns auf Facebook und so. Links dazu in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns zum nächsten Spielchen. Bis dahin, haut rein und ciao.